Falls es euch auch immer mehr nervt, dass Spiele eigentlich relativ unfertig auf den Markt kommen, dann seid ihr heute genau richtig, denn das wird unser Thema sein. Unfertige Spiele. Außerdem sprechen wir über die PS4 Pro. Wir haben angespielt, nämlich FIFA 17 die Demo. Wir haben For Honor Alpha gespielt. Wir haben Battlefield 1 und Titanfall 2 angetestet. Das und vieles mehr gibt es heute hier bei Hätte, Win und Aber. Mein Gast, Porn for Gamers. Los geht's! Und damit herzlich willkommen zur 6. Folge von Hätte, Win und Aber. Und heute sprechen wir, wie schon gesagt, unter anderem über unfertige Spiele. Aber wir wollen natürlich zuallererst unseren Gast vorstellen. Und der ist heute quasi aus Estland zugeschaltet, nämlich der Porn for Gamers. Ja, servus Leute, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Danke für die Einladung. Ja, ich finde es schön, dass du Zeit gefunden hast, auch wenn du quasi gar nicht im Lande bist. Sehr schön, du hast da drüben auch die Möglichkeit, so ein bisschen alles Sachen so zu verfolgen und bist nicht völlig abgehängt, das ist schon mal sehr gut, dann kannst du hier auch zu einigen Sachen was sagen. Wir fangen direkt an mit unserer ersten Rubrik und das ist das News-Highlight. Und da geht es ein bisschen, ein paar Tage schon in die Vergangenheit zurück, weil ursprünglich wollten wir das ein bisschen früher schon aufnehmen, aber es hat ein paar Mal nicht so geklappt. Deswegen ist das jetzt vielleicht nicht mehr das aktuellste Thema, aber natürlich trotzdem interessant, nämlich die Ankündigung von der PS4 Pro. Was hast du da mitgekriegt und wie findest du als eigentlicher PC-Spieler so eine Ankündigung? Ja, also ich habe mir das sogar angeschaut, das Livestream-Event, weil ich an dem Abend irgendwie, keine Ahnung, das zufällig gesehen habe auf Twitter und dachte mir, schaust du mal rein. Und das hat für mich irgendwie wie die lächerlichste Konsolenpressekonferenz aller Zeiten gewirkt. Also, ich weiß nicht, das war irgendwie so, okay, cool, das sind irgendwie Features, die mich jetzt erstens nicht umhauen und zweitens war die Pressekonferenz an sich auch ein bisschen merkwürdig, aber dazu später mehr. Zu den Features muss ich sagen, ja, okay, 4K, wer es braucht, wer es haben will, gerne, ich sehe es nicht ein, irgendwie nochmal 100 Euro mehr dafür auszugeben, beziehungsweise eine komplett neue Konsole zu kaufen. Weil, also, vor allem zum PC-Spieler, mein Vater hat eine PS4 daheim und im Prinzip heißt das, wenn ich daheim bin, zocke ich damit. Also, ich habe auch ein paar PS4-Spiele schon gespielt, zum Beispiel Uncharted 4 habe ich dann unglaublich gesucht, das ist so ein ultra geiles Spiel. Und ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht, was eine. Ich finde nicht, dass 4K irgendwie so ein absolutes krasses Verkaufsargument ist. Ich hätte mir lieber gewünscht, dass sie sagen, wir kriegen jedes Spiel jetzt mit 60 FPS hin oder irgend sowas. Kriegen sie anscheinend immer noch nicht hin. Also wenn ich das richtig sehe, dann läuft zum Beispiel BF4 auf 900p 60 FPS, aber nicht auf Full HD. Solche Sachen wären zum Beispiel geil gewesen. Zum Beispiel auch anstelle von HDR, weil, okay, man muss natürlich dazu sagen, in Sachen Gaming wissen die wenigsten von uns, wo HDR jetzt einen Unterschied macht. Ich meine, das kannst du dir in einem Livestream schlecht anschauen. Du hast selber keinen HDR-Monitor und so weiter, aber es ist einfach so, dass, also ich weiß nicht, HDR ist also für mich nicht so geil, ich kenne das aus Sachen Foto und Video jetzt ganz viel und ja, das ist, das klingt jetzt vielleicht wie ein cooler Marketingbegriff, aber in vielen Fällen funktioniert es nicht so ganz, finde ich jetzt. Muss man schauen, wie es im Gaming wirkt und so weiter, aber sonst, ja. War es eigentlich ganz, ganz lustig, diese Pressekonferenz anzuschauen, für mich auch aus folgendem Grund, weil ich ein riesen Mass Effect-Fan bin und die ersten Aufnahmen von Mass Effect Andromeda gesehen habe, ja. Im Game. Das war ganz spannend. Was ich davon jetzt halten soll, ist irgendwie so eine Sache, weil das war eher nur so eine Graphic-Toolbox, so ein Showcase. Aber ja, das sind so eigentlich die drei Sachen, die ich jetzt sogar noch überhaupt in Erinnerung habe. Also sonst habe ich da gar nichts jetzt groß aufbehalten. Also mich haut ja dieses ganze Grafikargument, was ja das Hauptding bei der PS4 Pro ist, auch überhaupt nicht aus den Socken. Also ich meine, ich komme ja ursprünglich von der Nintendo Wii, hab da meine Spiele gespielt. Da bin ich jetzt nicht sonderlich verwöhnt gewesen, was gute Grafik angeht und so weiter. Und ich bin auch jemand, wenn mir zum Beispiel irgendjemand erzählt, boah, guck mal hier, die Framerate droppt gerade oder was weiß ich sowas, dann denke ich mir immer nur, what the fuck, ich verstehe kein Wort. Erstens das und zweitens, ich sehe überhaupt nichts. Also für mich
ist das völlig uninteressant. Also ich würde auch niemals jetzt irgendwie, auch wenn ich nur 100 Euro Aufpreis zahlen müsste, um die PS4 einzutauschen in eine PS4 Pro, wüsste ich nicht warum. So, ganz genau. Weil du müsstest dir ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich so equipmentmäßig dich auch aufrüsten, dass das wirklich voll zur Entfaltung kommen kann. Du bräuchtest halt einen 4K-HDR-Fernseher und die Dinger, die gehen unter einem Tausender meistens aktuell nicht weg, wenn du irgendwas haben willst, worauf sich 4K lohnt. Weil um 4K-Fernseher ausnutzen zu können, da lohnt sich nicht, wenn du dir 20 Zoll dahinstellst. Da brauchst du schon mindestens 30, 40 Zoll, damit das echt geil ist. Und ich frage mich echt so, wie viele Leute sich das dann auch wirklich kaufen. Es sind bestimmt ein Haufen Leute dabei, die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, das voll auszunutzen, und kaufen sich trotzdem, weil es ja heißt, ja, es ist bessere Grafik. Und die gucken sich das an und sagen dann ja auch, boah, geil, das ist ja wirklich bessere Grafik, obwohl es wahrscheinlich auf ihrem normalen Fernseher überhaupt nicht so rüberkommt. Mhm. Und das sind so Argumente. Ich habe das gleich gesagt, ja, schön, juckt mich überhaupt nicht. Für mich ist es so ein bisschen so eine Placebo-Konsole. Ja, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil du hast, ich weiß nicht, für Profis und was weiß ich und Leute vom Fach sicherlich irgendwie interessant und nochmal einen Wink in die richtige Richtung, was die Zukunft angeht. Aber so aktuell für den typischen Spieler, der zu Hause jetzt eine PS4 zum Beispiel schon hat, der braucht das Teil überhaupt nicht. Klar, nee, wenn jemand noch keine Konsole hat, die Wahl hat zwischen PS4 Slim und PS4 Pro, also die neue PS4 ist ja die Slim, wenn du da, oder heißt die überhaupt Slim? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, ich glaube Slim, so heißt die. Wer da die Wahl hat, ich glaube, die Pro kostet dann ein bisschen mehr. Ja, okay, dann kann man natürlich sagen, gut, dann kaufe ich mir das Ding, dann habe ich das, weil das ist halt die einzige Sache, die ich so ein bisschen im Hinterkopf habe, die Frage, ja, was ist denn jetzt, wenn die irgendwann auf die Idee kommen zu sagen, ja, die PS4 Pro-Variante von dem und dem Spiel, die hat noch das und das und das als Special Features oder so. Ja, aber zum Beispiel auch dieses, das wäre jetzt für mich nicht überzeugend zu sagen, okay, man will jetzt unbedingt irgendwie so eine Pro-Variante von irgendwas haben, weil vieles kommt ja auch auf die normale PS4, zum Beispiel der HDR-Patch. Ja, jetzt irgendwie der ist schon gekommen, ja. Online. Irgendwie, das sind alles sehr Hanebüchen-Argumente in meinen Augen. Also ich blick das auch nicht so ganz. Das ist ein bisschen. Das ist wieder typisch. Also, ich sag's ungern, aber es ist schon ein bisschen typisch Marketing, bla bla, was Sony da jetzt aufgefahren hat, in meinen Augen. Kann man machen, muss man nicht. Kann man sich holen, muss man sich nicht holen. Ja, so würde ich das auch sagen, weil man braucht sich ja da nicht irgendwie von allen total beeinflussen lassen. Viele wahrscheinlich auch, das heißt Pro, das heißt, es ist ein super geiles Teil, deswegen müssen wir das jetzt, muss das jeder sofort haben. Weiß ich auch nicht, ob das der Sinn der Sache ist. Deswegen. Wie heißt die Xbox-Variante da? Heißt die auch Pro, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das da auch schon enthüllt worden ist oder nicht. Da gibt es ja dann ich Xbox Scorpio irgendwie. Scorpio, genau. Das war das. Aber da bin ich jetzt nicht, ganz informiert darüber. Ja, also auf Twitter hat, glaube ich, der Haustest hat so rausgehauen, ja, Microsoft, kommt schon, was sind eure Specs, ne? Und dann eine Sekunde später kommt dieser Tweet von Xbox, hier, die Xbox Scorpio mit den und den Specs. War ganz witzig. Mhm. Nee, also wie gesagt, da, was diese neue, in Anführungsstrichen, Konsolengeneration angeht, muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen mit Vorsicht genießen. Klar, wer noch keine Konsole hat, soll sich sicherlich das holen, aber für denjenigen, der schon eine Konsole besitzt, ist das wahrscheinlich eher nicht so interessant. Aber vielleicht gibt es auch Leute, die das anders sehen, wenn jemand hier zuhört und sagt, hey, ist doch voll geil mit 4K und die neue Konsole hier und da, könnt ihr ja gerne auch mal unten reinschreiben. Ja, ich kann mir das irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Ja, vor allen Dingen halt schon als PlayStation-Besitzer. Aber was soll's? Jedem das seine natürlich. Gut, wir machen weiter mit unserer nächsten Rubrik und das ist die Rubrik Angespielt. Und auch da haben wir, weil wir ja eigentlich das schon früher aufnehmen wollten, eigentlich geplant gehabt, Titanfall 2 und Battlefield 1 ein bisschen darüber zu sprechen, machen wir gleich im Anschluss auch noch, aber um der Aktualität
halber zwei andere Spiele in den Vordergrund zu rücken, haben wir uns entschieden, FIFA und For Honor da mit reinzunehmen, denn die laufen ja gerade quasi, während wir das hier aufnehmen, sind da die Testläufe am Start. Also FIFA natürlich mit der altbekannten Demo, die vor Release rauskommt, und For Honor hat gerade eine Alpha, eine Close Alpha am Laufen. Du hast diese Alpha nicht gespielt, du hast aber letztes Jahr schon auf der Gamescom angetestet. Ganz genau, ja. Und FIFA bist du ja auch sowieso ein großer Fußballfan, aber natürlich dann auch Crack. FIFA-mäßig immer am Start. Holst du dir auch jedes Jahr immer FIFA? Bist du wirklich so einer, der da ganz 14 hart... Seit 14 erkläre ich mich auch für schuldig. Ja, also ich werde dieses Jahr mir das nicht holen. Auch ich habe die Demo jetzt gespielt und das hat mich auch nicht dazu bewogen zu sagen, jawohl, hole ich mir jetzt. Weil für mich ist das einfach nach wie vor einfach nur ein Roster-Update mit so ein paar Augenschmierereien links und rechts und hier neue Features, ja, hier und da. Wollen wir gar nicht zu tief reingehen, was da jetzt für neue Features sind mit dem Angriff und Standards und hier und da, das sind alles so ein paar Kleinigkeiten. Das verstehe auch ich nicht, was das sein soll. Ich merke halt irgendwie, okay, die laufen die Räume sich ein bisschen schöner frei, okay, die Standards machen ein bisschen abwechslungsreicher als sonst, du kannst irgendwie ein bisschen genauer steuern. Ja, man kann variieren, und beim Elfmeter kann man auf einmal den genau zielen, wo man wie hinschießen will. Alter, die Elfmeter, oh Gott, ich check die gar nicht, ey. Ja, ich habe die nun, letztes Jahr, ich habe glaube ich 3 Monate gebraucht, bis ich gecheckt habe, wie man den Elfmeter überhaupt schießt, weil ich irgendwo im Trainingsmodus dann das rausgefunden habe. Ja, irgendwo dann im Trainingsmodus ein Fadenkreuz auf, ne? Aber hier wird dir alles gezeigt, ne? Aber selbst mit dieser Erklärung habe ich keine Ahnung, was das ist. Ich habe halt so gedacht, ja, früher musste man halt in die Ecke und dann schießen. Und es war nur ausschlaggebend, wie stark der Schuss ist. Und dann habe ich halt den Stick in die Ecke gedrückt und leicht geschossen. Und bam, hat er den in die Wolken gehauen. Ja, weil natürlich dieses Fadenkreuz in dem Moment, wenn du den Stick zur Seite drückst, die ganze Zeit wegwandert und irgendwann gar nicht mehr auf dem Tor ist. Also das haben sie jetzt irgendwie auch ein bisschen angepasst. Aber wie gesagt, aber ich habe noch keinen einzigen Elfmeter verwandelt. Ey. Ich habe schon 10 geschossen oder so. Wir wollen da auch gar nicht zu tief da mit reingehen. Ja. Was ja interessant ist, sind zwei Aspekte bei dem neuen FIFA-Spiel, nämlich einmal, dass jetzt die Frostbite-Engine genutzt wird und zum anderen, dass sie eine Singleplayer-Kampagne mit dem Namen FIFA 17 The Journey eingebaut haben, was ja für die FIFA-Reihe schon, ja, relativ bahnbrechend ist, würde ich fast sagen, weil das Spiel war bisher ja nie darauf ausgelegt, irgendwie eine Art Kampagne oder sowas. Ich meine, klar, du kannst natürlich eine Saison spielen, du kannst Turniere machen, du kannst online spielen und so weiter und so fort, aber es gab halt nie dieses klassische Ding, dass du irgendwie einen Charakter hast, den du in einer Art Story weiterverfolgst. Natürlich gab es auch dieses Spear Pro oder wie das heißt, wo du auch als einzelner Spieler irgendwie anfängst und so, aber das ist halt wirklich nur aufs Spielen ausgelegt und nebenbei hast du die Möglichkeit gehabt, irgendwie so ein paar Trainingsdinger zu machen, was weiß ich. Aber jetzt geht es ja wirklich um eine Story. Das heißt, du spielst diesen Alex Hunter, den Spieler, der jetzt bei Manchester United quasi da als aufstrebender Neuling... Ja, du kannst später auch bei jedem Premier League-Verein unterschreiben. Ja, klar, das ist ja sicherlich wahrscheinlich, ja, wohl weiß ich nicht, ob bei anderen Vereinen irgendwo auch noch, aber wie das Ganze präsentiert worden ist, fand ich das schon sehr interessant, weil ich bin auch ein großer Fan von dieser Filmreihe Goal, kennst du bestimmt auch? Nee, hab ich noch gar nicht gehört. Da geht's auch darum, ein mexikanischer Typ von der Straße mehr oder weniger, der irgendwie von einem Scout gesehen wird und der kommt dann nach England und spielt bei Newcastle und wechselt dann irgendwann nach Real Madrid und da gibt's halt so, da sind auch die viele, viele echte Superstars dabei, die in diesem Film spielen. Das sind 3 Filme. Cool. Das hat mich sehr daran erinnert. Und so ähnlich ist es halt. Also man ist dieser Alex Hunter und spielt eben bei Manchester United. Und das Interessante ist, man spielt nicht nur die Spiele und hat quasi da Einfluss darauf, irgendwie, wie man als Charakter oder als Spieler halt wahrgenommen wird von Fans, vom Trainerteam, von der Presse und so weiter und so fort, sondern es gibt halt auch neben dem Platz sozusagen Dinge, die getan werden. Das war jetzt in dieser Demo nicht so ganz ersichtlich, weil du konntest dann nur quasi ein Spiel spielen, konntest vorher in der Kabine so ein paar Interaktionen haben und danach im Presseinterview ein paar Antworten auswählen. Also du hast halt immer so Möglichkeiten, was du sagen willst und da hast du halt die Möglichkeit, das Spiel ein bisschen zu beeinflussen, wie dann zum Beispiel dein Standing bei Mitspielern ist, bei deinen Freunden, was weiß ich so. Das hat im Trailer war ja so angedeutet, dass dann wahrscheinlich auch irgendwie das Privatleben da eine wichtige Rolle spielt. Wie veränderst du dich als aufkommender Star und hast du dann irgendwie
weiß ich nicht, Probleme mit deinen Freunden oder Familie oder sowas. Das, glaube ich, Ja, wird oder da wenn du auch auf dem irgendwie Teppich bleibst und mit so rein. weiter, Genau, oder? genau. Und das wird also sicherlich sehr interessant sein. Ist mit Sicherheit ein Anreiz für Leute, die normalerweise sagen, ja, jedes Jahr FIFA muss eigentlich nicht sein. Aber dann mit so einem Modus ist es wieder interessant. Für mich reicht es irgendwie trotzdem nicht aus. Also nur, ich würde es mir wirklich, wenn dann, nur wegen diesem Journey-Ding kaufen. Und da bin ich dann, weiß ich nicht, ich Zu kenne das von, ich, ja, knausig. ich, nee, ich kenne das von diesen Wrestling-Spielen. Denn da gab es immer Da schon ist das auch dabei, das wusste ich diese, gar nicht. ja, da gab es nicht, also nicht so in dem Stile, sondern da gab es halt auch immer die Möglichkeit, dass du halt gewisse Stories spielst, wo du nicht nur kämpfst, sondern halt auch viel hinten rum geht, aber halt auch nicht so, dass du da die großen Auswahlmöglichkeiten hattest. Das ist also schon neu und ist auf jeden Fall eine interessante Neuerung, die für viele Leute, denke ich, sehr interessant ist. Das glaube ich, ja. Und Also, Themen. vor allen Dingen für, also ich persönlich bin auch da so der Meinung, dass das eigentlich so die Hälfte des Verkaufsarguments für mich. Also bei mir ist es logisch, ich kaufe mir FIFA eigentlich jedes Jahr, weil ich habe das mal mit dem Breezer vom SBS zusammen, wir suchten das brutal. Also keine Ahnung, wir haben jetzt irgendwie in FIFA 16 haben wir schon die 60. Freundschaftsspielsaison oder so. Das heißt, das sind locker 400, 500 Spiele jetzt gewesen über das letzte Jahr. Und weiß nicht, FIFA 17 ist halt einfach, okay, neue Kader, ein paar neue Spielmechanismen. Es ist ein bisschen besserer Flow, finde ich, im Gameplay. Es ist nicht so arcade-lastig, es fühlt sich jetzt wirklich ein bisschen freier, ein bisschen luftiger an im Das fühlt sich Spiel. jedes Jahr aber immer wieder so an, ne? Ja, aber das ist wirklich jedes Jahr ein kleines bisschen besser. Ich habe Ja, jetzt letztens mal wieder das das 15er glaube gespielt ich und auch, ja das klar. 14er, also Wäre ja die schlimm, wenn letzten nicht. Jahre so ausprobiert, ja. Und es ist wirklich immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass du auf Schienen fährst, das ist jedes Jahr geringer geworden. Ja. Was natürlich irgendwie schade ist, dass es nur jedes Jahr so einen kleinen Schritt macht, gefühlt. Aber ich glaube, das ist halt einfach jetzt auch vor allen Dingen ein bisschen der Frostbite-Engine geschuldet, weil denke mal, die macht diese, also die ganzen Animationen und so, die fühlen sich schon um einiges smoother an und so weiter. Und auch wie die Spieler untereinander agieren. Schon ganz cool gemacht. Dazu kommt dann eben dieser Journey-Modus, weil ich find ihn geil. Also ich habe diese kurze Ding da angespielt in der Demo und auf der Gamescom das war das Coole, in der Community Launch war die Vollversion drauf. Da konntest du dann auch den Journey-Modus spielen. Und ich habe den, glaube ich, eine Stunde lang gespielt, also so die ersten Trainingssessions und dann den ersten Vertrag unterschrieben. Ich glaube, habe ich auch beim Menü unterschrieben oder so. Das war schon ganz geil. Also es war einfach ein geiles Feeling, weil du hast einfach ein paar Charaktere, die echt ganz cool sind durch diese englische Sprache und also durch den Slang, also in der Premier League kommt da schon ganz coole Atmosphäre rüber. Wenn sie dann dauernd sowas sagen, he's a good lad, you know, he's a good lad, a good fellow und so ein Scheiß. Das bockt schon. Aber so also im Overall gefällt es mir. Also es ist eins einmal ein Verkaufsargument für FIFA 17, einfach weil ich Bock habe auf diese Atmosphäre. Ja, und zumal jeder, der FIFA sowieso feiert, der kriegt ja alles, was FIFA ausmacht. Plus jetzt noch eine eigene Singleplayer-Kampagne. Also für echte FIFA-Cracks ist das natürlich ja ein Bonus obendrauf. Und für so richtige Casuals ist es dann doch eher nochmal mehr ein Argument zu sagen, okay, dieses Jahr gibt es einfach noch mehr, ne? Bei FIFA. Und nicht nur ein paar Neuerungen, sondern wir haben diesmal diesen Modus mit drin. Das ist sicherlich interessant. Ich werde es mir trotzdem nicht holen, weil es sind genügend andere Spiele, die mich da jetzt in den nächsten Monaten Ja, das interessieren werden. glaube ich ja. Und wenn ich mal Bock habe, irgendwie gegen einen Kumpel FIFA zu zocken, dann zocke halt FIFA 16. Also das Das ist echt nicht das Thema. ist dann auch nicht so das große Drama, auch wenn ich bei FIFA 16 viele Kritikpunkte habe, was das Gameplay angeht. Aber gut, Welcome to the das Club. soll mal jetzt nicht das Thema sein. Auch noch. Eine Neuerung müssen wir natürlich noch erwähnen, denn die ist bahnbrechend und unfassbar wichtig bei FIFA Oh. 17. In der Premier League gibt es Original-Trainer an der Außenbahn. Wahnsinn. Das ist. Wahnsinn. Wobei Also, ich fand es schon cool, wenn man dann irgendwie gewinnt und ich habe irgendwie mit Man United gespielt oder so. Nee, mit Man City, glaube ich. Und dann kommt Guardiola wie so ein Affe übers Spielfeld gehüpft, wenn du gewonnen hast. Und die Spieler komplett cool. Guardiola rastet komplett aus. ja, also witzig ist natürlich, dass jetzt auch die Trainer entsprechend richtig dargestellt sind, aber das ist mir halt in meinem ersten Testspiel schon oder im ersten Freundschaftsspiel, was ich gemacht habe, schon aufgefallen. Ich spiele mit Bayern gegen Manchester City und
In der Introsequenz läuft einfach Guardiola und schüttelt dann irgendeinem namenlosen anderen Typ die Hand. Das ist halt doof. Das ist halt Ancelotti, den kannst du auch mal reinpacken. Ja, das ist halt doof, weil du da dann irgendwie lizenzmäßig, ich weiß nicht, wie das da geregelt ist. Aber natürlich ist es cool, aber auch da sage ich, wenn, dann müssen schon alle Trainer irgendwie. Ja, irgendwie schon, also von den großen Top-Vereinen. Ich meine, Bayern, da haben sie die ganzen, die haben einen Vertrag, da könnten sie auch Ancelotti reinpacken. Whatever. Aber weißt du, was fehlt? Das Camp Nou. Das Barca-Stadion, kein Scheiß. Das haben die nicht, das im ganzen Spiel nicht drin, oder was? Haben die nicht drin. Das hatten sie 16 drin, aber Barca hat jetzt einen Exklusivvertrag mit Pro Evolution Soccer. Ja, und deshalb haben sie die Starheads, haben sie im letzten Jahr übernommen, weil Messi einfach nur die Texturenfarbe für die Haare geändert. Ja, klar. Und das Camp Nou ist nicht mehr drin. Haben sie nicht mehr. Aber kann ich drauf. Weil ich sagen muss, ich finde, die Stadien sind schon geil in FIFA 16, 17. Und deshalb finde ich es echt ein bisschen schade, aber who cares. Ja, eins muss ich noch sagen, weil ich habe vorhin noch gespielt und da ist mir das wieder aufgefallen. Ich verstehe es einfach nicht, wie bei FIFA, egal, das ist bei jedem FIFA in den letzten Jahren so gewesen. Zum Beispiel, heutiges Beispiel, ich habe 5-1 geführt, ja, der Gegner schießt ein Tor, es steht 5-2 und die rasten aus. Als ob sie das Siegtor in der 93. Minute geschossen hätten. So, alle rennen zu dem Torschützen, der geht an die Kamera, küsst die Kamera und die feiern und so, weißt du, so denke ich mir, es ist ja schön, dass es diese Animationen gibt und pipapo und es ist nicht immer das Gleiche, wenn ein Tor fällt, aber hallo, ihr habt gerade das 5-2 geschossen, das muss doch das System oder der Computer oder wie auch immer, muss doch irgendwie das registrieren, dass die sich schnell den Ball holen und zur Mittellinie zurückgehen. Du kannst dir aber schnell den Ball holen, wenn du hinrennst und L2, R2 drückst. Ja, klar, aber das muss der Computer auch automatisch können. Ja. So finde ich zumindest. Und nicht, dass beim 5-2 die ausrasten. Auch die Fans. Ja. Also das ist immer so, das ganze Stadion explodiert, so 5-2 und der rennt dann zur Eckfahne und reißt sie weg und was. Also das sind so Sachen, das will in meinen Kopf nicht rein, warum man das nicht hinbekommt. Nach so vielen Jahren FIFA, grundsätzlich habe ich null Verständnis dafür. Aber vielleicht bin ich dazu fordernd, ich weiß es nicht. Ja, es ist halt... Keine Ahnung, also ich finde es wichtig, vor allen Dingen, dass das Spiel funktioniert und solche Kleinigkeiten. Ja, es sind Kleinigkeiten, richtig, aber sowas fällt mir halt besonders auf. So, weil, es fällt einem auf jeden Fall. Wollen sonst auch immer viel Realismus mit reinbringen und bringen dann ein Freistoßspray und so eine Scheiße, weißt du, aber wenn einer 5-2 schießt, dann feiern die, zieht noch das Trikot aus am besten. Also, ja, das ist fein nirgendwo drin, ne? Trinkt ja, das gibt's in keinem FIFA. Das kannst du nicht mehr, weiß ich nicht warum. Vielleicht, weil die nie die Körper animiert haben. Das kann also sein. Richtig, weißt du, die haben keine Brustwarzen, die haben keine definierten Muskeln, nix. Das wahrscheinlich. Alter, stell dir mal vor, CR7 zieht sein T-Shirt aus und das ist so ein Lauch. Einfach komplett. Wahrscheinlich, aber wahrscheinlich super detailliert. Die wollten das nur nicht zeigen. Wahrscheinlich so mit Brusthaaren und irgendwie riesigen Man-Boobs und so ein Scheiß. Na klar. Alter, das wär's. Gut, so viel zum Fußball. Gehen wir zum zur Kriegskunst. Mit For Honor kommt ja ein Spiel, das erscheint zwar erst 2017, aber es wirft jetzt seine Schatten voraus mit jetzt der nächsten Alpha. Es gab ja schon mal so eine total close-mäßige. Jetzt ist das schon ein bisschen offener, auch wenn es immer noch nicht keine Open-Ding ist. Das wird sicherlich auch noch kommen. Aber ist das ein Spielprinzip, wo du sagst, hey, das finde ich cool, das ist interessant, oder denkst du da eher, ja, dachte ich am Anfang, ganz nett, aber irgendwie nicht so. Dachte ich am Anfang, muss ich sagen. Dann habe ich gemerkt, dass es, also so war es jetzt in den paar Anspiel-Sessions, was ein schönes Wort. Letztes Jahr habe ich für mich gemerkt, fuck, das ist auch nur ein Button-Smasher. Also war halt irgendwie... Okay, du hast halt da Richtung, die du klicken, wenn du den Analogstick reißen musst. Und im Prinzip vergewaltigst du deinen Controller, weil du immer hoffst, dass du irgendwie noch die richtige Richtung bekommst. Also mittlerweile gibt es, damals gab es irgendwie nur drei Klassen. Also von dem Wikinger, vom Samurai und vom was ist das, Kreuzritter? Ja, Ritter. Und keine Ahnung, das war halt irgendwie, da hat sich jeder ziemlich gleich gespielt. Und jetzt gibt es ja irgendwie welche mit zwei Schwertern, mit einer riesigen Streitaxt, mit Schild und was weiß ich noch. Würde mich interessieren, wie sich das spielt. Also ich habe keinen Close Alpha Key, ich habe keine Ahnung, ich habe nur so ein paar Videos gesehen. Aber vielleicht spielt es sich ja anders. Als ich es letztes Jahr andere ausprobiert habe, da fand ich es absolut abstoßend und total langweilig. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was du da genau gespielt hast. Also es war halt dieser Modus, wo man, ich glaube, es war so ein Domination-Modus mit drei Flankenpunkten halt, und dann haben sich diese
die KI-Viecher da die ganze Zeit gekloppt, sind in Massen aufeinander zugerannt und du hast halt irgendwie 4 gegen 4 oder so gespielt, ne? Genau, ja, das ist jetzt nicht anders. Also Okay, ich weiß natürlich nicht, ob da jetzt andere einzelne Charaktere, also dass du da eine andere Klasse hast oder so, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber im Prinzip ist das genauso. Es gibt zwar auch noch zwei Modi, einmal 1 gegen 1 Duell und einmal 2 gegen 2, wo du dann quasi nur gegen gegen halt einzelne Soldaten oder Kämpfer oder wie immer man das nennen mag, dann da in den Kampf ziehst. Aber dieser Dominion-Modus, Herrschaft, ist sicherlich das beherrschende Thema, auch bei dieser Alpha, wo du drei Flaggenpunkte hast und die einnehmen musst, richtig? 4 gegen 4, also 4 Spieler sind da am Start und der Rest ist alles so, ja, Fußvolk, die mit einem Schlag zu töten sind, die aber halt auch eine Rolle spielen, weil die halt quasi die Flaggenpunkte oder meistens ist es eigentlich nur der B-Punkt, wo die ganzen kleinen Soldaten da sozusagen sind, weil die müssen da weg von dem Punkt sein, um dass man den einnehmen kann. Deswegen muss man die natürlich auch mit wegholen. Aber wichtig ist natürlich diese Einzelkämpfe gegen die großen Soldaten, sage ich jetzt mal. Und Gegen Klassen, wie ja. du schon gesagt hast, dieses Button-Smashing ist da sicherlich ja, sehr präsent, weil du hast die Möglichkeit, eben Angriffe abzuwehren mit dem Stick. Du hast die Möglichkeit, Angriffe mit mehreren Tasten zu machen. Du kannst dich bewegen, du kannst auf den Gegner anvisieren, du kannst auch zwischendrin wechseln, wenn du auf jemanden beispielsweise gegen zwei kämpfst oder sowas. Und es gibt sehr viele Kombi-Möglichkeiten, so Kombos, wo du dann dreimal den Knopf, zweimal den Knopf und dann macht er das und das. Ähnlich wie bei so typischen Beat'em-up-Spielen. Und Ah, das okay. Ja, war sehe ich nie so irgendwie mein, nur. also ich mag so Beat'em-up-Dinge eigentlich, aber auch nur, weil ich weiß, ja, du kannst das auch gewinnen, wenn du einfach irgendwas drückst. Und das geht hier nämlich nicht. Also hier kannst du nicht, ich habe das gemacht, ich bin wie ein Idiot, alles gedrückt und war immer nur tot, tot, tot. Weil du musst halt wirklich da, und das ist sehr wichtig bei diesem Spiel, diese Angriffe abwehren. Du musst, wenn der schlägt von oben, musst du nach oben drücken, damit er den Schlag abwehrt und musst dann wahrscheinlich einen Gegenangriff setzen, der so sitzt, dass der Gegner den nicht abwehren kann. Also es ist doch, auch wenn es einfach klingt, schwierig, das Ganze dann auch im Kampf dann in der Hektik umzusetzen. Da hast du dann noch zwei Gegner, die auf dich einschlagen und dann musst du das alles koordinieren. Für mich ist Ja, ich das finde, also nichts, wenn es zwar habe zwei ich gegen jetzt einen, direkt schon da hört's für festgestellt. mich komplett auf. Grundsätzlich aber ist es natürlich trotzdem interessant, dass quasi diese typische Shooter-Mechanik von einem Herrschaftsmodus in so ein Spiel Einklang findet. Finde ich interessant, aber wie gesagt, das bringt mir nichts. Auch, dass es schön aussieht, sieht toll aus, die Atmosphäre ist super, du denkst, du bist wirklich da gerade mitten in so einer Schlacht. Weil nebenbei auch noch dann irgendwie Pfeile fliegen durch die Gegend und Katapulte werden abgeschossen und so, ne? Das läuft alles so parallel. Aber ich kann halt mit diesem Kampfding nichts anfangen. Für mich ist das einfach zu willkürlich. Also ich kann da nicht den Fokus finden, das so mir drauf zu schaufeln, dass ich das so drauf habe, die Attacken abzuwehren und die Angriffe zu machen. Da bin ich zu ungeduldig dafür und deswegen wird das mit Sicherheit auch für mich nichts werden. Aber wer halt wirklich so ein großer Beat'em-up-Fan ist und auch diese Kombos geil findet und wirklich so Bock hat auf sowas, der wird, glaube ich, mit dem Spiel sehr, sehr viel Freude haben, weil das einfach nochmal ja, in eine ganz andere Richtung geht mit diesem Multiplayer gegeneinander spielen, wie halt in so einem Shooter und das als Soldaten oder Kämpfer, als Wikinger, Samurai oder Ritter ist sicherlich sehr interessant und wer weiß, was da jetzt noch an Tiefe in diesem Spiel kommt, also was da noch für Modi sein werden, wie irgendwie eine Singleplayer-Kampagne vielleicht aussieht oder so, das weiß man ja jetzt noch nicht, aber ist auf jeden Fall ein sehr spannender Titel. Für mich wird es wahrscheinlich nichts werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da werde ich mich wahrscheinlich anschließen. Also ich warte jetzt mal ab, ob da nochmal was Open-Beta-Technisches kommt und dann schaue ich mir das mal an, aber ich weiß nicht, reizt mich einfach nicht. Zu sehr Beat'em up, wie du sagst. Ja, richtig. Man muss halt einfach irgendwie auf sowas stehen. Also, aber dafür, wie gesagt, für die Leute, die das mögen, ist das sicherlich ein Schritt in eine neue Richtung, weil es eben doch neue Elemente gibt, die man so aus so typischen Kampfspielen nicht so kennt. Deswegen, ja, wie gesagt, interessanter Titel, behalten wir mal auf dem Schirm, aber ist jetzt nichts, wo ich sage, must have, sofort vorbestellt. Gut, mach ich generell kaum, aber gibt es ja oftmals so, oh, habe ich gesehen und habe ich gespielt, geil und sofort vorbestellt. Ja, gleich Special Samurai Edition, wo du eine Maske noch mit dabei hast, keine Ahnung. Weiß ich nicht, Gibt's so einen gibt's glaube Katana? ich nicht, aber ja, genau, Plastik-Katana darfst du dann auf die Gamescom nicht mitnehmen, das bringt alles nichts. Ja, genau. So, kurzer Schwenk jetzt zu dem, was wir eigentlich ja thematisieren wollten, nämlich Titanfall 2 und Battlefield 1.
Und da sind wir jetzt auch bei der nächsten Rubrik angelangt, nämlich der Videoempfehlung. Und die fällt quasi diesmal doppelt aus, weil wir beide Spiele quasi mit einer Videoempfehlung belegen. Und zwar gibt es einmal vom Kollegen Eist ein Video zur Battlefield 1 Beta, wo er das ein bisschen reviewed hat. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unbedingt angucken. Und vom Kanal Guga TV, der Kollege Looper hat da ein Video gemacht zu Titanfall 2 Beta oder Alpha. Ich weiß, es war, glaube ich, ein Alpha-Test oder Pre-Alpha, wie auch immer das genannt worden ist. Ein anderes Spiel ist, es steht ja schon vor der Tür. Der hat auch ein Video dazu gemacht, auch das ist unten verlinkt, schaut euch das gerne mal an. Alex, die Frage an dich, was hältst du von diesen beiden Spielen? Klar, du bist auch ein sehr Battlefield-affiner Typ, jahrelang auf YouTube auch da präsent gewesen. Wie ist jetzt deine Meinung zu Battlefield 1? Geil, ganz einfach. Ich habe noch nie so einen cinematischen Shooter gesehen. Also ich habe mich noch nie so mittendrin in der Schlacht gefühlt, egal wo du irgendwie auf der Karte bist. Es ist, also dieses Schlachtenfeeling ist noch nie so gut rübergekommen. Heiliger Bimbam, ey. Ja, würde ich unterschreiben. Sagen, die Atmosphäre, die macht hier das Spiel nochmal doppelt so geil. Weil ich finde es auch vom rein Shooter-technischen her gesehen, finde ich schon ziemlich nice. Weil ich finde einfach, und das ist eine der wichtigsten Sachen bei einem Shooter, finde ich. Das Gun-Gameplay, das fühlt sich einfach geil an. Es fühlt sich richtig erotisch an, möchte ich fast sagen. Ist so, ja. Ja, es fühlt sich einfach wirklich brutal und nah dran an, möchte ich sagen, weil ich finde irgendwie, wenn jemand auf dich schießt, du hast ein viel krasseres Gefühl dafür, wie die Kugeln irgendwo einschlagen. Hast ein viel krasseres Gefühl dafür, dass diese Kugeln nicht wirklich komplett zerfetzen könnten. Du hast absoluten Respekt vor Panzern und vor Flugzeugen und so weiter, wenn die kommen. Was auch krass ist, einfach dieses Feeling, wenn so einer von diesen Elite-Classes wie der Sentry dann auf dich zurennt und wenn er plötzlich auch so, bin einmal durch die Stadt gerannt, ne, dann springt der Typ aus dem Fenster mit seinem riesigen MG und ich schreie einfach nur wie so ein kleines Mädchen und renn weg. Also das Feeling, dass das Spiel gibt, die Atmosphäre, die ist einfach absolut geil. Es hat mir im Multiplayer noch keinen Shooter gegeben. Absolut genial. Vom Technischen her, beziehungsweise vom Spielaufbau, vom Balancing und von den Mechaniken her, muss ich sagen, ein paar Sachen brauchen noch Feintweaking. Aber für mich ist es bis jetzt das Battlefield, das am meisten Spaß macht. Vielleicht in harter Konkurrenz mit BF3, weil BF3 war schon jetzt vor allem im Nachhinein echt geil. Aber so vom ersten Spielen her und so weiter, wirklich ziemlich geil. Kann ich wenig meckern. Es ist einfach der Erste Weltkrieg und das, diese Atmosphäre. Ist wie der zweite spielt, muss man dazu sagen. Ja, aber diese Atmosphäre kommt einfach so gut rüber, auch wenn man jetzt in dieser Beta nur eine Map gespielt hat. Du hast sicherlich diese französische Map da auch noch gespielt, ja, glaube ich, in der Alpha. Ich habe auch in der Alpha noch San Quentin Scar gespielt. Die fand ich persönlich ein bisschen cooler jetzt im Nachhinein. Ja, mir gefällt sowas auch besser als so eine Wüstending. Aber trotzdem, wie gesagt, wie du gesagt hast, diese Atmosphäre, da passt alles von der Akustik. Wenn neben dir eine Granate einschlägt, dann fliegt das Flugzeug über dich drüber und dann kommt ein Panzer angefahren, wo die Ketten rasseln und dann schießt der und neben dir zerdeppert das Haus und irgendwo peitschen Sniperschüsse in Boden neben dir und so. Also das ist wirklich so, die Atmosphäre muss bei so einem in Anführungsstrichen historischen Shooter muss passen und die passt wie die Faust aufs Auge bei Battlefield 1. Absolut. Und wie du gesagt hast, das Gameplay dazu, das ist für mich in dem Shooter auch wichtig, das muss sich gut anfühlen, wenn du deine Waffe in der Hand hast und damit schießt und so, und es muss zum einen passen zu dem Setting, also es muss irgendwo authentisch sein, aber es muss auch so sein, dass du wirklich sagst, ja geil, das funktioniert und das macht Laune und das ist bei Battlefield 1 auf jeden Fall gegeben. Können wir ganz kurz über meine Lieblingsdrei Soundeffekte reden? Ja, nämlich bitte. Erstens, Soundeffekt in Verbindung mit der Animation und so weiter. Das Nachladen von der Pack, von der Panzerabwehrkanone. Oh, Junge, ja, ist das bitte. Wenn du dann find sowieso die Animationen und auch die Sounds da im Detail wirklich sehr interessant. Das ist ja, also sorry, das ist ja pornös. Wieder dieses Ding da wieder, okay, das klingt vollkommen falsch, wieder dieses Ding da wieder reinschieben. Und dann einfach dieser Sound, wenn der Verschluss zuklappt und du dann schießt, dieses riesen ja. Einfach nur göttlich. Richtig Druck dahinter. Ja, richtig Druck, Alter. Drucktank. Was soll ich jetzt noch sagen? Genau, dann diese Initialzündung vom Flammenwerfer
Ein Flammenwerfer Elite Class Typ Ja, da. ich habe auch mal einmal mit Flammenwerfer gespielt, das war auch lustig. Finde das so geil, wenn du draufdrückst, dann hörst du dieses erste, dann hörst du so, und du siehst auch, ne, wie vorne das Benzin rauskommt, ne, und dann hörst du einfach nur diese Entzündung der Flamme und dann brennt einfach alles vor dir. Absolut pervers. Und was ich auch richtig geil finde, das ist ein harter Konkurrenz mit Nummer 4. Wenn die Bomben droppen vom Bomber, einfach dieses und diese Explosion, on point, absolut on fleek. Und was ich auch absolut geil finde, ist, wenn du irgendwie mitten in der Pampa stehst und dann hörst du den Armored Train kommen, einfach mit seinem Ja. Riesenhorn. Das ist einfach nur geil. Come on. Also, das sind so ein paar Highlights, Sound- und animationstechnisch auch. Ey, boah, heilige Scheiße. Na, allein die Tatsache, dass wir jetzt darüber reden, spricht ja natürlich für das Ja. Spiel, aber halt auch dafür, dass es wirklich einfach gut umgesetzt worden ist. Und das sind so wirklich so kleine Details, die wirklich auf den Punkt genau stimmen, dass man ja einfach nur Ja, begeistert sein kann, finde ich. Also man kann natürlich darüber streiten, über Gameplay, über Balancing und bla 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 und sowas, ne? Da gibt es genügend Ansatzpunkte, aber so wirklich so die harten Fakten, was so diese Details angeht, ist wirklich super, also. Aber auch über das Gameplay, da kann man sich natürlich streiten, aber ich persönlich, ich finde es einfach unglaublich satisfying. Das Bewegungsgefühl ist total geil, jetzt wo du hochklettern kannst und Sachen und so weiter. Ja, Das wenn es macht Planking funktioniert, nochmal das war richtig ja in geil. der Beta nicht so. Ja, Nicht so, Beta halt, da aber muss man ganz ehrlich ja, sagen. Du, das natürlich. ist eine Beta von vor, ich glaube, fast 3 Monaten, ne? Die ist Ja, halt, die ist ist aus so, dem klar. Das vergessen viele Juni, immer. Da wird Juli. teilweise eine Alpha oder eine Beta von irgendwelchen Spielen völlig zerrissen, ohne dass auch nur einmal Ja. wirklich Du, das ist jetzt, das gescheit Spiel ist bedacht jetzt worden ist, dass das eigentlich, ja eine ja, Testversion ist, wo man ganz genau solche genau. Fehler entdecken soll, dass man sie beheben kann fürs fertige Spiel. Ganz genau, also das Spiel ist jetzt eigentlich schon im Final Polishing, so gut wie. Also ich meine, es kommt in einem Monat raus, ne? Es muss jetzt im Final Polishing sein. Das ist halt ganz logisch, dass in der Beta von vor 3, 4 Monaten einfach die Sachen nicht so funktionieren, wie sie jetzt eigentlich funktionieren, denke ich mal. Ich bin mir todsicher, dass wir wieder einen fetten Day-One-Patch und so einen Scheiß bekommen werden, weil typisch EA-Spiel, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen, oder allgemein ein Spiel von großen Publishern, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel ohne Day-One-Patch hatte. Da musst du auf zu Nintendo kommen. Dann kriegst du sowas. Ist so. Echt jetzt? Ja. So krass, Heilige. Ja gut, da kamen in den letzten Monaten keine Spiele raus. Aber da war Gott. das. Es war mal damals, ja. Ja, ach Gott. Nee, aber ich glaube ganz fest daran, dass BF1 wirklich der große Hit wird. Und vor allen Dingen, und ich weiß, das Fass soll ich jetzt nicht aufmachen, aber ich glaube, Infinity Warfare definitiv die Rang ablaufen wird. Das hat man ja schon aus dem Internet so gemerkt. Brauchen wir jetzt gar nicht drüber weiter streiten, bis wir drauf eingehen. Da kommt nur wieder hier, kommen meine Emotionen hoch und das will ich nicht. Aber bin mir ziemlich sicher, dass das BF1 ein ganz schön fetter Erfolg wird. Vor allem die Beta, das war die größte Beta in der EA-Geschichte jetzt, glaube ich, mit keine Ahnung wie vielen Millionen Leuten, die das gespielt Ja, ich habe haben. auch die Statistik gesehen vor ein paar Tagen. Also, Ja. come on, ey, das ist schon Kopf. Ich denke auch, dass das auf jeden Fall reinhauen wird und ich hoffe, dass ich das als jahrelanger Call of Duty-Jünger sage. Ich hoffe, dass COD da richtigen Arschtritt bekommt von Ja, diesem das immer auch machen, Spiel, ne? von den Spielern, genau. Und ja. Ja, aber das werden Gut. sie niemals, weil ich glaube, Infinity Warfare wird sich trotzdem noch wie Butter verkaufen, wie Brot, Butter? Nee, nur Brot verkaufen. Und ich glaube nicht, dass irgendwie COD sagt, ey, also das Activision da sagt, ach komm, das haben wir jetzt letztes Jahr so gut geklappt, wir werfen alles über den Haufen, es wird niemals passieren. Weil vor allem ich auch sagen muss, und jetzt mache ich das fast trotzdem auf, ich habe diesen Story-Trailer von Infinity Warfare gesehen und den fand ich ganz cool. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich bin nichtsdestotrotz ein kleiner Sci-Fi-Zukunftsfreak. Also, ich weiß nicht, vielleicht sogar nur für die Singleplayer-Kampagne wird das angeschafft, was weiß ich. Egal, wir haben noch ein anderes Science-Fiction-Spiel, über das du reden wolltest, glaube ich. Ja, richtig. Wollte ich jetzt gerade dann fragen, wie du dann zu Titanfall 2 stehst. Hast du den ersten Teil gespielt? Ja. Fand ich ganz cool, muss ich sagen, hat mir gefallen. Schade, dass es keine Singleplayer-Kampagne gibt, aber das wird im zweiten Part jetzt ja Ja. nachgeholt. Ja, das Problem ist, ich habe mir noch kein richtiges Bild davon machen können, weil ich bis jetzt nur mit Controller spielen konnte. Ich habe auf der Gamescom, keine Ahnung, 4, 5 Runden gespielt mit Controller. Und ja, da kannst du mir auch die Hände abhacken. Kommt das Gleiche raus. Ganz ehrlich. Ja, ich verstehe das. Ich bin von der Bewegungssteuerung von der Wii auf den Controller gegangen. Ich habe auch Monate gebraucht, um überhaupt irgendwie mal gescheit klarzukommen. Mittlerweile würde ich sagen, jawohl, das funktioniert.
Ich komme damit klar und bin nicht mehr nur totales Kanonenfutter für jeden Gegner. Bei Titanfall 2, ich habe auch den ersten Teil so ein bisschen gespielt, ich habe es selber nicht gehabt, weil ich keine Xbox hatte. Fand das sehr interessant, auch dieses Konzept mit den Titans. Das reizt mich jetzt zum Beispiel irgendwie kaum noch. Ich weiß nicht, ich bin einfach komplett übersättigt, was diese Science-Fiction und Zukunftsgerotz da angeht. Wenn das Spiel, wie gesagt, wenn ich Titanfall 1 damals gehabt hätte, wäre ich, glaube ich, viel begeisterter gewesen. Aber jetzt ist so, das stimmt alles. Auch da macht das Gunplay Spaß. So die Grundsätze funktionieren. Das war cool, hat wirklich Spaß gemacht. Aber reizt mich halt einfach nicht. Und wenn ich halt einfach beispielsweise jetzt 3 Shooter in diesem Herbst habe mit Infinite Warfare, mit Battlefield 1 und mit Titanfall 2, dann ist für mich keine Frage, wen ich da wähle. Ich werde nicht, also ich kann auch keine Leute verstehen, die sich alle 3 Spiele kaufen, weil wann hat man denn die Zeit, das alles zu zocken? Ja, da muss man ja wirklich Vollzeit-YouTuber oder Vollzeit-Zocker sein, so, um das umsetzen zu können. Dann ja vielleicht, aber so, mir reicht, ich werde. Und da schäme ich mich noch nicht mal dafür. Ich werde mir gar keins der 3 Shooter kaufen zum Release. Weil 4 Tage nach Battlefield 1 Release kommt der Landwirtschaftssimulator und ein paar Jungs haben mich davon überzeugt, dass wir da dick den Bauernhof aufbauen. Und da habe ich gesagt, gut, das ist zeitfressend genug. Da brauche ich dann keinen Shooter nebenbei. Und der läuft mir ja nicht weg. Ne? Und wahrscheinlich ist sowieso sinnvoller, weil die Spiele ja meistens sowieso nicht fertig sind. Ha, Überleitung gleich zu unserem Hauptthema. Deswegen ist das sicherlich gar nicht so schlimm. Aber von diesen 3, wenn da die Wahl ist, dann fällt die auf Battlefield 1 und nicht auf diese Zukunftsgerotz. Vielleicht hole ich mir Titanfall irgendwann zu einem Sale später auch nochmal, wenn ich Bock habe, aber zum Release nicht. Auch wenn es ganz cool war in der Beta. Oder Alpha. Oder Simulator. Ja, jetzt steig nicht auf diesen darauf ein. Es ist einfach so, ich kann es nicht verleugnen. Ich werde mir das holen und ja, mal gucken, ob. Ich bin ja ursprünglicher PC-Spieler und habe früher so Aufbauspiele und so Zeug geliebt. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das auf der PS4 kommt. So, das soll aber nicht unser Thema sein. Okay. Nächste Folge hätte wenn und aber ausschließlich über Land. Nein, natürlich nicht, aber. Bin ich voll dabei. Ja, angespielt Landwirtschaftssimulator dann. So, nee. Also wie gesagt, schaut euch die beiden Videoempfehlungen an. Da wurde noch mal ein bisschen darüber gesprochen. Der Eist über Battlefield 1 hat er da so Pros, Kontras gesammelt. Und der Looper war, glaube ich, sehr begeistert von Titanfall, hat da knapp 10 Minuten drüber gesprochen. Schaut euch das an und bildet euch eure eigene Meinung, wie immer sehr wichtig. Kommen wir nun zum Thema der Sendung. Das Thema der Sendung sind unfertige Spiele und das ist ein weitläufiges Thema. Ich weiß nicht, wie tief wir da heute jetzt reingehen können und wollen. Wir wollen auf jeden Fall ein paar Aspekte dieses Themas heute besprechen und natürlich auch Beispiele eingehen von Spielen, wo man das definitiv gemerkt hat, dass die nicht fertig sind zum Release, dass die rauskommen und einfach noch, ja, so viel Arbeit da am Entwicklerteam lag, dass einfach das Spiel nicht als fertiges Spiel bezeichnet werden konnte. Und du hast gerade eben gesagt, ja, Battlefield 1 findet sich ja gerade so im Feinschliff und so, ne? Eine Beta ist ja nichts anderes als ein unfertiges Spiel, eigentlich, ja. Oftmals ist eine Beta nur noch der letzte Strohhalm, dass man sagt, man testet eigentlich nur die Serverauslastung und funktioniert das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber du hast schon gesagt, dass es heutzutage noch Spiele rauskommen, die keinen Day-One-Patch haben, gibt es ja kaum noch. Warum glaubst du, ist das so? Ganz einfach der Zeitdruck. Das ist eine Sache, die hat sich in der Industrie so etabliert. Ganz logisch. Man will halt schauen, dass man so viel Arbeit und so wenig Zeit wie möglich reinbringt. Jeder Arbeitstag kostet Geld. Und vor allen Dingen, jeder Tag, den du irgendwie nach, ein Release nach hinten verschieben musst, kostet solche Firmen wie Activision oder EA einfach einen Arsch voll Kohle. Also wirklich, da geht ihnen so viel Kohle flöten. Vor allem ist es halt einfach, stell dir mal vor, du würdest jetzt sagen, ja, BF1 wird um 2 Monate verschoben, weil das Spiel nicht fertig ist, ne? Weil es gepolished werden muss oder so. Ja. Du willst nicht sehen, wie der Aktienkurs fällt, Alter. Er droppt als wäre hot. Heilige Scheiße. Also das ist. Das will ein Publisher einfach nicht. Und dann sagt man lieber, okay, das Spiel ist, sagen wir, zu 95% fertig. Mit dem Day-One-Patch kommen wir auf 98%. Und dann haben wir immer noch ein paar Probleme mit, was ist mit Servern und so ein Scheiß. Die sind zu verkraften. Und was ist dann
fürs Unternehmen sinnvoller, langfristig sowie kurzfristig gesehen, also insgesamt in der ganzen Ladung, wie kriegen wir den besten in Sachen Geld und natürlich auch zum Beispiel Aktien und Co. und Image und so weiter raus. Da sagt man, okay, wir patchen das Ding so weit, wie es geht, und dann wird halt gesagt, okay, erster Monat läuft es dann noch ein bisschen ruckelig und dann kommt irgendwo nochmal ein Patch und dann läuft die Scheiße. Das ist halt aktuell die Sache, wie man es macht, weil es ist so einfach, einen Patch rauszuhauen. Jeder Depp hat irgendwie eine Inhaltsverbindung, wo man das innerhalb von ein paar Stunden oder zum Beispiel, ich habe nur eine Karl-Leitung, ich lade so einen Day-One-Patch, ich klicke auf Starten, gehe aufs Klo, also wieder, das ist er runtergeladen. Also das ist echt nicht mehr das Problem heutzutage. Und ich glaube, das ist ganz einfach der Standard geworden in der Industrie. Du sparst damit Zeit. Da kann ich nicht mithalten mit deinen 100k. Also, wenn ich aufs Klo gehe und vorher den Download gestartet habe, dann komme ich vom Klo wieder und dann hat er gerade mal die Initialisierung vielleicht fertig und danach, am nächsten Tag, wenn ich am nächsten Tag wieder kacken war, dann ist das Spiel vielleicht mal runtergeladen oder der Day-One-Patch. Nein, so schlimm ist es vielleicht nicht, aber nur mal eingeworfen mit deinem Day-One-Patch da 100k, ja, schön wär's. Ja, klar, aber das Ding ist halt, das ist mittlerweile der Standard geworden, leider. Ja, Und das ist genau das Ding. Es ist Standard geworden und die Spieler haben es scheinbar alle völlig akzeptiert, weil es wird ja sehr oft immer dran gemessen, wie verkauft sich ein Spiel zum Release. Ja? Und man hat ja in den letzten Jahren nicht gemerkt, dass die Leute irgendwie die Spiele weniger zum Release kaufen, sondern es ist immer noch so, der große Schwall an Leuten kauft sich ein Spiel zum Release und dann so stückweise immer zwischendurch bei Sales und so weiter und so fort, aber der Großteil kauft die Spiele zum Release. Es wirkt also so, als ob ja, die Lust nach einem neuen Spiel immer größer ist als die rationale Herangehensweise zu sagen, nee, das Spiel ist nicht fertig, das weiß ich, weil ja. die Vergangenheit hat es einfach gezeigt. Dick. Ich warte einfach so. Und die Leute warten nicht, die kaufen das Spiel, die nehmen den Day-One-Patch in Kauf, die nehmen auch die ersten vier Patches, die in den ersten 3 Monaten kommen, auch in Kauf, weil sie es genau wissen, aber sie meckern trotzdem. Ja, Das das Spiel ist ist ja nicht halt. fertig und ja, warum muss man denn so viele Patches machen, pipapo? Ja, weiß ich nicht. Irgendwo muss man ja da einen Einklang finden. Wie gesagt, Ja. Nintendo, habe ich vorhin schon gesagt, ist da tatsächlich anders drauf. Die haben auch schon mal ein Spiel verschoben, was im November rauskommen sollte und haben es erst im März gebracht, wo sie Kein dann quasi das Scheiß. komplette Weihnachtsgeschäft quasi einfach nicht mit reingenommen haben. Einfach um Okay, und das wenn sie es Spiel, 4 Monate nach hinten geschoben haben, dann muss es ja was Krasses gewesen sein, um ganz das einfach. Spiel besser, ich weiß nicht, ob es jetzt im März war oder Februar, das war damals ein Donkey Kong-Spiel. Das Spiel war super. Ich weiß nicht, wie das Spiel gewesen wäre, wenn die es erst im November schon im November rausgebracht hätten, aber damit haben sie sich das Weihnachtsgeschäft versaut, zumindest für dieses Spiel. Und das wollen ja viele auch nicht machen. Also, wenn man ein Spiel schon im Dezember, November, Oktober ransetzt, ist das schon ja, eine kritische Sache. Man hat es jetzt gesehen, bei der PS4 kommt das Spiel Last Guardian raus, war für Oktober. Irgendwann Ende Oktober angesetzt, haben sie jetzt kurz vor knapp dann doch nochmal über Bord geworfen und gesagt, wir bringen das Spiel erst 2017. Da werden sie sicherlich auch lange mit sich gerungen haben, zu sagen, okay, dieses Spiel dann komplett aus dem Herbst-Winter-Programm rauszunehmen. Da muss das Spiel, glaube ich, schon gescheit noch nicht fertig sein, dass man dann das auch macht. Und das ist, glaube ich, das, wo du auch schon angerissen hast, dass man eben abwägen muss, können wir das den Spielern wirklich zumuten oder nicht? Und Ja, wenn das ist man so eine es dafür Sache. entscheidet, jawohl, das können wir, die nehmen das trotzdem. Und mit einem gescheiten Day-One-Patch kriegen wir auch das soweit alles stabil hin, dass es zumindest grundsätzlich läuft. Und das ist ja dann auch eine Art von Community-Service und Marketing-Strategie, wenn man das gescheit verkauft und wenn man eine gewisse Transparenz an den Tag legt, dann kriegt man ja auch das Verständnis der Spieler viel einfacher. Wenn man sich also hinstellt nach dem Release und sagt, so Leute, das Spiel ist draußen, wir sehen, wir hören eure Beschwerden, wir sehen alles. Und unser Plan sieht wie folgt aus: Wir haben Folgendes im Blick und das wollen wir alles patchen und so weiter und so fort und wir sind da dran. Dann sind ja viele schon mal zufrieden und sagen, jawohl, da wird sich ja drum gekümmert. Super Community-Arbeit, geile Entwickler. So, Ja, das ne? ist halt wirklich, das ist halt wirklich mittlerweile so. Du sagst halt, okay, wir wissen, unser Spiel ist nicht fertig, wir bringen es an den Mann. Und dann sagen wir einfach, boah, Leute, wenn wir gewusst hätten, dass es so kacke ist, aber wir wissen genau, woran wir sind. Okay. Das war aber eine schnelle Fehleranalyse, Leute. Okay, und dann wird das Ding einfach gepatcht und 90% der Leute sagen, oh, geil, passt. Ey, Aber geile Typen. jetzt mal ein ganz anderer Vergleich. Würdest du dir denn ein Buch kaufen, wo du weißt, also das Buch, du weißt nicht, wie viele Seiten es eigentlich hat, weil es nicht fertig geschrieben und nach Ja, 250 Seiten oder so den Vergleich würde ich jetzt ungern ist auf einmal ziehen. Stopp.
Vergleich würde ich ungern ziehen, weil ich finde, das kannst du nicht machen. Das ist eine andere Art von Entertainment-Produkt. Du kannst bei einer linearen, sagen wir Erzählweise, einer linearen medialen Erfahrung, finde ich nicht, kannst du nicht mit etwas vergleichen, das so repetitiv ist wie zum Beispiel Multiplayer-Shooter oder es immer so einzigartige Sachen bietet, wie zum Beispiel ein Multiplayer-Shooter oder ein Fußballspiel oder was weiß ich. Würde ich mal gleich echt ungern ziehen. Buch würde ich, also sowas würde ich niemals machen. Das ist dann einfach wirklich, wenn du sagst, okay, ich habe 700 Seiten von einem 1000 Seiten Buch nur bekommen, dann hast du nur 70% davon bekommen, aber du hast 100% bezahlt. Vollkommen in Ordnung. Ist auch bei einem Film so, wenn der irgendwie nach der Hälfte sagt, hier, ja, mehr haben wir leider nicht, müsst ihr noch ein Jahr warten, wir patchen das nach, dann könnt ihr wieder ins Kino kommen, dann fühle ich mich zu dem Zeitpunkt auch betrogen. Gibt's aber, natürlich. So mehrteilige Filme Ja, logisch gibt's, aber das ist ist ja halt. quasi genau das gleiche, ne? Aber Aber da du musst weißt du es es, halt. da weißt du es Da auch. weißt du es halt. Da hast du zum Beispiel hier diese Hunger Games, keine Ahnung, habe ich ersten Film geschaut, danach fand ich es kacke. Aber soweit ich weiß, sind da auch irgendwie der dritte und vierte Film irgendwie so vom dritten Buch gewesen, oder was weiß ich. Naja. Und da weißt du es halt vorher. Da kriegst du aber auch zwei Feature-Length-Filme serviert, jeweils für dein Geld. Also du kriegst wirklich, du zahlst halt deine, keine Ahnung, 10 Euro Kinokarte und so weiter, kriegst du aber wirklich 2 Stunden Filme geliefert oder irgend sowas. Aber das Ding ist halt, wenn du, ich finde, dieser Vergleich hinkt, weil du kannst bei einem Spiel halt einfach nicht sagen, okay, ich habe jetzt meine 60 Euro bezahlt, das Spiel funktioniert aber nicht genau so. Dann fühlst du dich natürlich verarscht, logischerweise. Aber ich würde es nicht direkt mit so einer linearen, medialen Erfahrung vergleichen. Ich würde eher sagen, okay, ich habe ein Auto gekauft und es ist, keine Ahnung, ein Zylinder hinkt irgendwie ab und zu oder was weiß ich, ich habe Startprobleme oder so ein Scheiß, dann kriegst du dann irgendwann eine Reparatur gratis hinterher oder so ein Scheiß vom Ja, Hersteller. das ist halt das, was versprochen wird und was dann nicht eingehalten wird. So, Ja. in dem Sinne, ja, richtig. Nee, verstehe dein Argument. Ich sehe mein Buchvergleich auch hiermit entkräftet. Vollkommen, Da. vollkommen richtig. Aber du hast Filme angesprochen. Serien wäre ja auch so ein Ding, ne? Wo du eigentlich durchaus auch so die Katze im Sack irgendwie hast, weil ich glaube, heutzutage werden Serien produziert, da wird eine erste Staffel produziert und dann wird die wird grundsätzlich meistens gar nicht abgeschlossen, sondern es ist so ein Open-End-mäßig, damit man die Tür offen hat für eine zweite Staffel. Wenn die Quoten gut genug sind, dann wird diese zweite Staffel produziert und irgendwann wird vielleicht eine dritte Staffel produziert, aber so, dass du ein in sich geschlossenes System hast, hast du bei Serien irgendwie auch immer weniger. Und das finde ich zum Ja, Beispiel, das stimmt. finde ich Also, zum Beispiel schade. wo ich jetzt zum Beispiel gesehen habe, was ganz klar darauf ausgelegt war, dass eine zweite oder eine zweite Staffel zumindest kommt, war jetzt Narcos. Also, ich will jetzt gar nicht spoilern, aber das hat man über Medien wahrscheinlich oder über Social Media und so weiter mitbekommen. Am Ende von Staffel 1 denkst du dir halt, okay, eine Staffel, die wollen Pablo Escobar fangen, am Ende fangen sie ihn, ne? Nee, für sowas gibt's halt, haben sie dann eine Ja, zweite genau, Staffel offen eben. gelassen, ne? Ja, und das sind halt so Dinge, die genau darauf angelegt sind. Und das gibt es ja bei Spielen auch, dass so wirklich so, Destiny ist da so eigentlich das Paradebeispiel, wo du ein Spiel hattest, wo die grundsätzlich gesagt haben, ja, wir haben eigentlich so einen 10-Jahre-Plan für Destiny, ne? Und du kriegst dann das Spiel serviert und bist irgendwie zufriedengestellt, weil das gut ist, funktioniert, Spaß macht und so weiter, aber irgendwie auch nicht, weil du weißt, ja, irgendwie ist das aber, irgendwie wirkt das Ganze irgendwie nicht Du so ganz weißt ja, es könnte fertig. viel mehr, ne? Ja, genau. Und das sind einfach so Sachen, die bei Spielen heutzutage immer mehr, gerade so Multiplayer-Sachen, gerade so Open-World-Sachen, da hast du einfach immer mehr so den Eindruck, ja, okay, aber irgendwie fehlt doch noch was. Und dann, ja, so Dinge, wo du dann dich auch irgendwo verarscht fühlst, immer mehr sind halt die. Zum Beispiel bei Battlefront, da gab es auch verschiedene DLCs, ne? Und ich habe jetzt irgendein Kollege hat sich das geholt, so ein DLC für irgendwas, und der musste dafür nichts mehr runterladen. Das war drauf. Was? Weißt du, so. Und solche Sachen, die haben das mit irgendeinem Update, das machen die bei Call of Duty, haben sie das ja auch gemacht dieses Jahr. What the fuck, echt Da haben die jetzt? das mit einem Update, da gab es auf einmal irgendwie so ein 10 GB-Update, und ich so, was ist das? Ja, super, und dann lade ich das DLC-Paket runter und dann, ja, starten, kann schon starten. Also The fuck? da hat jeder sich das DLC-Paket runtergeladen, ob er es kauft oder nicht. Und das sind halt so Sachen fehlte mir auch ein bisschen so das Verständnis dafür. Aber das ist. Also sorry, das ist ja asozial wie fick. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, das ist auch irgendwie eine Art von Marketing, keine Ahnung. Das war damals auf der Wii U, haben wir Splatoon gehabt, also ein Third-Person-Shooter, wo so
Waffen, Maps, Spielmodi im Nachhinein noch dazugegeben wurden, immer so wochenweise. Ne? Mhm. Die haben das als eine Art DLC-Plan sozusagen verkauft und gesagt, ja, jetzt gibt's heute kostenlos die und die Waffe für euch dazu. Aber du hast nie irgendwas runtergeladen. Es war alles von Anfang an drauf. Und Alter. Das sind auch so Sachen, die haben quasi das unfertige Spiel uns vorgegaukelt. Das Spiel war von Anfang an komplett fertig, ne? Und das war eigentlich alles schon drauf, aber du hast es Stück für Stück bekommen. Fand ich natürlich gar nicht so schlimm, weil du hast dadurch immer wieder einen Anreiz bekommen, das Spiel auch weiterzuspielen, weil hey, jetzt gibt's eine neue Map und so. Vielleicht wäre das nicht so gewesen, wenn das alles von Anfang an frei gewesen wäre. Aber ist auch irgendwie eine zweifelhafte Strategie, finde ich, so da, an die Sache ranzugehen. Und, ja, ich meine, es kostet die Leute jetzt nicht mehr, aber es ist halt irgendwie so eine Sache, so künstlich die Spielerbase hochhalten. Ja, gerade das, was du sagst, künstlich. So und dann auch noch über Social Media dann zu behaupten, ja, heute gibt's kostenlos. Ich habe schon dafür bezahlt. Ja, also im wahrsten Sinne. Ne? Und das sind halt so wirklich so Beispiele, wo du dir denkst, ja, warum ist das so, warum machen die das so? Klar, du hast eingangs diesen wirtschaftlichen Gedanken herausgehoben, genauso ist es ja auch. Das Spiel steckt sehr viel mehr dahinter, als der normale Spieler überhaupt sieht oder überhaupt wahrnehmen kann. Interessiert den normalen Spieler auch nicht, dem ist das wurscht, der möchte einfach nur ein gutes Spiel haben. Und wenn die Entwickler es schaffen, ein gutes Spiel rauszubringen und das optimieren die dann nur noch, ist das ja für mich auch in Ordnung. Ne? Aber wenn dann einfach nach dem Release oder zum Release gewisse Dinge einfach grundsätzlich fehlen oder nicht so sind, wie sie im Vorfeld angekündigt waren, dann ist das für einen Spieler sehr, sehr unbefriedigend, weil im Endeffekt zahle ich 70 Euro dafür und das ist für meine Begriffe und für mein Finanzverständnis viel Geld. Ja. Für normalen Menschen. Und nein, das ist nach dem 8,50 Euro Lohn auch wieder ein Arbeitstag. Ja, und das ist einfach so, das schüttelt nicht jeder ständig aus dem Ärmel und es gibt so viele Spiele, die rauskommen, allein jetzt die nächsten Monate, was da wieder auf einen niederprasselt, wie willst du das alles spielen, wenn du alles sofort kaufst? Ich habe mittlerweile wirklich dazugelernt und gesagt, okay, ich warte es einfach irgendwo auch ab. Klar wird man immer wieder gehypt von irgendwelchen Spielen und ist dann so drauf, dass man sagt, ich will einfach, ist mir egal, dass das jetzt 50, 60, 70 Euro kostet, ich hol's jetzt einfach und man weiß eigentlich, dass es unsinnig ist, weil das Spiel wahrscheinlich noch gar nicht so weit ist und so fort. Jüngstes Beispiel bei mir wäre dann No Man's Sky, hätte ich doch einfach nur gewartet, wahrscheinlich, ob ich es überhaupt gekauft hätte, weiß ich nicht. Das ist ein sehr cooles Spiel und das hat am Anfang wirklich Laune gemacht, weil das einfach auch wirklich was total Frisches war und diese Größenordnung, die du da hast. Aber das sind auch wieder die Kleinigkeiten, die damit reinspielen. Wenn die Entwickler vorher sagen, ja, es wird nie vorkommen, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, jemand anderen zu treffen, weil es einfach so dimensional groß ist und so weiter. Und dann am Release-Tag haben sich welche so koordiniert, dass sie das irgendwie geschafft haben, sich zu treffen. Und dann sehen die sich nicht mal, weil die Avatare dafür gar nicht da sind. Ja. Das sind dann so Sachen, wo du dich dann halt verarscht fühlst. Und wie bei No Man's Sky gibt es ja genug Kritikpunkte, wo du kein Endgame hast, du hast keine Multiplayer-Komponente, die Sachen wiederholen sich ständig, was du da tun musst. Das Einzige, was variiert, sind halt die Planeten, die Oberflächen, die Farben, die Vegetation, die Tiere, aber auch das hast du alles irgendwann schon mal gesehen. Also das ist sehr, sehr schwierig bei solchen Spielen, die aber auch grundsätzlich ja auch wieder so angelegt worden sind, dass man die eben noch gar nicht fertig hat, sondern sich da weiter darum kümmert und das entwickelt. Und das ist ein schwieriges Thema, klar, aber ich weiß nicht, wenn ich irgendwie in einem Entwicklerteam wäre oder bei einem Publisher, wie ich da rangehen würde, weil klar, du hast schon gesagt, so die Kosten, die bei so einer Entwicklung eine Rolle spielen, die hast du ja dann gerade im Nachhinein auch noch viel mehr. Ja. Weil du musst ja so viel dann anpassen und noch weiter draufschaufeln und sonst was. Und oftmals wird das ja nicht bezahlt. Also vom Kunden. Der Kunde kauft das Spiel und wenn du danach dann kostenlos Zeug anbietest, wie zum Beispiel bei Overwatch ist das ja jetzt so, da heißt es, es wird keine kostenpflichtigen DLCs geben, alles wird kostenlos kommen, was da an Maps und neuen Helden und so weiter und so fort kommt. Blizzard halt auch leisten, ne? Ja, Blizzard kann sich das leisten und viele Publisher oder viele Entwickler, die nutzen dann natürlich andere Mechanismen, um das Ganze zu steuern, nämlich so Schönheits- oder wie sagt man, kosmetische DLCs in Form von Skins oder solche Sachen, die man sich dann halt kaufen kann für teuer Geld. Irgendwelche Kisten zum Öffnen oder Packs zum Geld zum Fenstern ausschmeißen halt. Alter, diese Packs, ne? Also sorry, ich glaube, ich schon in diese Scheiß. Wie heißen die Ultimate Team Packs dann in FIFA investiert? Das war jetzt, also verglichen mit anderen Leuten, das ist nicht viel. Ich habe jetzt irgendwie seit FIFA 14, keine Ahnung, 50 Euro da reingepumpt oder so, ne? Ja, da machen andere mit mehreren Nullen hinten dran. Ja, mein Mitbewohner stirbt, glaube ich, gerade.
Ja, aber wie gesagt, damit nehmen die ja genug Geld ein, damit machen die mehr Geld als mit bei FIFA gerade, da machen die mehr Geld mit dem als mit Verkäufen von den Spielen. Ja, das ist vollkommen krank. Aber es ist auch so behindert. Also ich habe irgendwie letztes Jahr FIFA 15 rausgekommen, sagt einer auf dem TS, ja, ich habe jetzt Messi und Ronaldo. Oh nice, so früh gleich im Pack gezogen. Ja, ja, habe jetzt schon 300 Euro ausgegeben. Was? Ich habe gedacht, der will mich verarschen, ne? Da hat er mir einen Screenshot von seinem PayPal gezeigt. Alter, also das habe ich verstanden. Ja, so viel andere Geld Leute, gehen in die Spielothek und ziehen sich halt FIFA-Packs oder bei Call of Duty gibt es ja auch diese Kisten, wo du dann bestimmte Waffen nur in Kisten ziehen kannst, was ja auch ätzend ist, weil, ich weiß nicht, damit animierst du die Leute natürlich, das zu kaufen, aber ich möchte nicht ein Spiel haben, wo andere Leute Waffen haben können, die ich mein nicht habe, weil ich mir sowas nicht kaufe. Und auch wenn das vielleicht nicht stärker ist oder auch sonst wie, es ist trotzdem doof. Wenn wir schon über zwei Klassensysteme reden und unfertiges Zeug, dann können wir gleich nochmal auf das Battlefield 1 Premium-Programm zurückkommen. Weil ich finde dadurch, und das ist auch die letzten Jahre schon so gewesen, dass mir jetzt persönlich ganz egoistisch gesagt egal war, weil ich immer Probleme hatte, sei es, ich habe es mir echt mal gekauft oder ich habe es halt dann bekommen. Ne? Und deswegen war es immer Wuppe. Aber ich denke mir halt einfach, okay, du zahlst 60 Euro für dieses Spiel. Dann hast du, keine Ahnung, 10 Karten, du hast alle Waffen, alles wirkt, alles, was du brauchst, ne? Für ein paar Monate, bis dann das erste DLC rauskommt. Und dann willst du diese Karten spielen und so weiter und kannst es nicht machen, okay, findest du dann wieder ab, gehst auf die normalen Karten. Aber bei einem so populären Spiel wie Battlefield 1 dann es wahrscheinlich sein wird, hast du eine perverse Zweiklassengesellschaft. Und stell dir mal vor, du bist einer von deinen, keine Ahnung, 6, 7 Freunden auf dem TS, die sich das dann nicht holen, weil die einfach die Kohle nicht haben oder weil sie keinen Bock drauf haben, das Geld auszugeben. Und du willst dich zum Beispiel diesen Gruppenzahl nicht hingeben, keine Ahnung, was auch immer. Aber dann bist du halt alleine. Die anderen spielen dann für Wochen wahrscheinlich, für den ersten kurzen Zeitraum, erstmal nur diese neuen Karten mit was weiß ich, haben neue Waffen und so weiter und du gammelst alleine dann auf den alten Karten rum. Und diese Zweiklassengesellschaft ist das, was ich halt irgendwie so ein bisschen problematisch finde, weil ich finde, viel cooler, wenn man sagen würde, okay, Wir hauen die Karten jetzt so raus als DLC. Aber alles, was außenrum kommt, neue Waffen, was weiß ich, neue Skins, alles andere oder so und so weiter, dafür muss man zahlen. Dann macht man dieses Premium-Programm vielleicht ein bisschen billiger, das normale Spiel vielleicht 10 Euro teurer oder so. Dann kann man ja von mir aus immer noch sagen, okay, man hat einen. Man macht im Premium-Programm oder hat man halt trotzdem eine Woche exklusiv. Ist man halt trotzdem diese eine Woche alleine, aber es ist nur eine Woche und nicht irgendwie ewig, bis du dir diese Karten kaufst. Ja, also. Es kommt halt immer darauf an, was das ist, ne? Was du da angeboten genau, bekommst. Genau, was es ist. Weil wenn das etwas ist, was das Spiel grundsätzlich beeinflusst, wo quasi dann, was einfach so den Hauptspielanteil ausmacht, dann, wenn Leute Zugriff auf Maps nicht haben, die andere Leute schon haben, weil sie halt Geld dafür bezahlt haben, ist das sicherlich, verstehe ich natürlich, kann man machen, aber ja, dann kriegst du nämlich, wie du schon gesagt hast, die Spielerschaft. Ja, dann kriegst du nämlich, um auf dieses Thema der unfertigen Spiel zurückzubekommen, kriegst du nämlich, obwohl du für ein komplettes Spiel bezahlt hast, im Nachhinein ein unfertiges Spiel auf den Arsch geklatscht. Ja. Weil die anderen dann sozusagen die Premium haben, erst das komplette Spielerlebnis haben. Und dann hast du wieder durch eben diese Politik der unfertigen Spiele, die ist auf ein neues Level gehoben. Und das ist ja Zweiklassengesellschaft, was ich persönlich echt ein bisschen kacke finde. Weil ich kenne viele, die jetzt einfach sagen, okay, BF1 hole ich mir vielleicht, Premium eher nicht. Aber mit dem würde ich ja trotzdem mit später auch gerne die ganzen anderen Sachen zocken. Aber es geht halt nicht, weil die in der Paywall sind. Und das finde ich halt nochmal so das Next Level von, okay, wir haben eigentlich ein fertiges Spiel, aber wir geben dem Spieler nur die Hälfte. Aber auch ich bin mir sicher, das letzte DLC ist noch nicht fertig oder so, aber die ganzen Sachen, die sind schon längst in der Entwicklung und so weiter. Auch da ist es ja aber so, dass es dann ein bisschen so davon abhängt, eben was genau es letztendlich ist. Wenn du einfach nur eine Map dazu bekommst quasi und jemand kauft sich die, kann die halt spielen und die anderen können sie nicht spielen, dann finde ich das jetzt nicht so sonderlich schlimm. Wenn aber du quasi Playlist-mäßig zum Beispiel dann keine Möglichkeit hast mehr mit denen zu spielen, dann ist es schon wieder was ganz anderes, weil, wie du sagst, dann eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Und das gibt es ja teilweise wirklich bei Spielen, da ist das Programm. Destiny haben wir schon angesprochen. Ich habe mir Destiny gekauft. Ein Jahr später kam die erste große Erweiterung, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, irgendwas mit König, Taken King, war das, hieß das so? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das habe ich mir nicht geholt, ne? Und damit war für mich Destiny vorbei. Ja, vor allen Dingen das Schlimme, weil kannst du mir weiterspielen, das baut ja aufeinander auf. Ja. Sieh dir WoW an, du kannst der Legion nicht spielen, ohne die DLCs, die Add-ons vorher nicht bekommen zu haben. Ja, gekauft zu haben. Also.
Du bist ja vollkommen gefickt. Das sind alles so Sachen. Und auch bei einem Spiel wie zum Beispiel Division, ne? Da gibt's, da gab's ja, ich habe den Season Pass direkt am Anfang geholt. Stimmt. Auf der PS4 kam bis jetzt einer von drei DLCs raus. Vom aller Xbox. Das Spiel ist völlig schon wieder weg vom Fenster eigentlich, so, obwohl ich es immer noch cool finde und eigentlich gern spielen würde, aber irgendwie ist, weiß ich nicht. Aber auch da muss man sagen, die Leute, die sich den Season Pass nicht gekauft haben, die sind irgendwann einfach abgeschnitten, weil man hat dann die Sachen, die man alle schon die ganze Zeit spielt, die kann man immer noch weiterspielen, aber wenn man weiß, hey, da gibt's andere Leute, die können ganz andere Sachen spielen, weil das ist einfach so, dass das DLC, zum Beispiel das erste, da geht's dann in den Untergrund von New York, dann spielt sich halt hauptsächlich alles da ab, ne? Und wenn du das als wenn du mit jemandem spielen willst, der das hat, dann kannst du das nicht machen. Und das sind einfach, klar kann man dann sagen, ja, aber der hat ja auch mehr Geld dafür bezahlt. Ja, ist ja in Ordnung. Aber dann finde ich das als Spieler trotzdem blöd, wenn eben dann quasi so, ja, gewisse Sachen das so sehr beeinflussen, dass man mit Leuten nicht mehr spielen kann, ohne dass jemand da quasi auch Geld ausgeben muss. Und das ist einfach blöd. MMO, es kommt ja bei einem MMO der Faktor noch hinzu, dass du, wenn du einfach mal sagst, okay, ich habe jetzt mal, wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe das als es rauskommt, ist monatelang gezockt und seitdem nicht mehr angefasst eigentlich. Ja. Und was du jetzt wieder in Zeit rein investieren müsstest, um auf das gleiche Score-Level, Gear-Level, was so genau, zu genau kommen. So ist es. Das ist bei dem Spiel sowieso abartig. Also, komplett pervers. Soll jetzt alles ein bisschen wieder runtergeschraubt werden mit dem neuen Patch, habe ich gelesen, aber whatever. Und das kommt halt hinzu dazu, dass du musst einen Haufen Zeit investieren. Und dann hast du diese Zeit investiert, denkst du, oh geil, ich bin auf dem gleichen Gear-Level wie meine Kumpels und in so einen scheiß U-Bahn-Schacht reingehen und du stehst einfach davor und sagst, ja Jungs, viel Spaß, ich bleib hier oben. Ich kann hier nicht, kann nicht mehr mit rein. Ja. Ich kann leider durch dieses 20 Meter große Tor nicht reingehen. Und das Schlimme, du hast es aber. Das Ding ist auf deiner Platte. Du hast das. Ganz genau. Dieser Bereich ist da. Du hast einfach nur nicht dafür bezahlt. Also im Prinzip ist das alles auf deiner Platte. Und was Ubisoft da macht, ist, sagt, okay, hier ist ein Kanalisationsdeckel, aber hier ist ein Kreditkartenautomat direkt daneben. Bitte deine Kreditkarte mal durchziehen. Genau. Dann kannst du rein. Und da finde ich es einfach grundsätzlich von einem System besser, wenn du eben, auch wenn ich das abartig hasse, eben so Pack-Openings und Kisten und hier und da, aber hey, es gibt genügend Leute, die für den Scheiß einen Haufen Geld ausgeben und damit kostenlose DLCs für alle finanzieren können. Und deswegen finde ich dieses System einfach um Vielfaches besser. Ich mag das trotzdem nicht, also ich finde das trotzdem idiotisch, aber das finanziert einfach für die Allgemeinheit besser. Für die Allgemeinheit kostenlosen Content. Bei Overwatch ist es zum Beispiel so, wo du einfach mehr davon hast und nicht einen Season Pass kaufen musst, wo dann die Spielerschaft entzweit wird. Und finde ich, wie gesagt, besser. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, was jetzt vom Thema unfertige Spiele, was das Thema angeht, aber es gehört irgendwie auch ein bisschen in diese Richtung mit rein. Grundsätzlich vielleicht noch zum Ende hin die Frage, wie bist du generell dazu eingestellt, wenn du weißt, ein Spiel kommt raus und das ist ein Spiel, das sich erst über die nächsten Jahre richtig entwickelt? Boah, also ganz ehrlich, da muss der Start-Content mich schon richtig hocken. Also sonst, weiß nicht. Also damals, als zum Beispiel Destiny rausgekommen ist, okay, ich hatte dazu auch keine Konsole, muss ich sagen, aber wenn ich eine gehabt hätte, ich wüsste nicht, ob ich es mir geholt hätte, weil irgendwie ich dann so mitbekommen habe, okay, du hast halt irgendwie diese drei Planeten oder so und damit gehört es dann so und so ein paar Sachen nicht funktionieren und die Story nicht so geil sein soll und bla bla. Und das Ding ist, wenn ein Spiel von Anfang an mich nicht richtig hookt, dann bin ich da einfach überhaupt nicht dabei, weil im Prinzip ich zahle 60 Euro und kriege bei anderen Leuten dann vielleicht bei anderen Publishern oder was weiß ich, kriege ich dann halt eine komplette Spielerfahrung. Weil wenn ich dann irgendwas bekomme und sage, okay, hier ist der Anfang, aber das ist wirklich nur das Starterpaket für 60 Euro, dann sage ich halt, okay, dann fickt euch halt, dann gehe ich halt woanders hin. Mir doch egal. Absolut. Also ganz ehrlich, ich habe nichts dagegen, wenn Spiele sich über Jahre aufbauen, finde ich sogar total geil. Aber dann soll ich doch bitte auch für das Geld, was ich am Anfang zahle, auch eine komplette Spielerfahrung bekommen, die dann noch erweitert wird, anstatt dass sie so optimiert wird, dass sie eigentlich so ist, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Das Motto soll heißen erweitern und nicht vervollständigen. Genau. Das ist ein sehr gutes Schlusswort, wobei ich da nochmal das Beispiel GTA 5 GTA Online einwerfen will. Da haben wir, denke ich, ein Spiel bekommen, was in sich völlig abgeschlossen war. Also eine tolle Story, ein interessantes Spiel mit einem coolen Multiplayer-Modus, der sicherlich für viele nicht so zufriedenstellend war, der sich aber jetzt in den letzten Jahren so entwickelt hat,
wo man, glaube ich, sagen kann, das ist wirklich sehr, sehr lobenswert. Klar, auch die haben das über Mikrotransaktionen gemacht, keine Frage. Aber da hat wirklich jeder, der Da das kommen die Spiel großen Sachen hat gratis, da ne? super tolle DLCs im Hintenher bekommen und Features bei Multiplayer, wo du dich wirklich nicht beschweren kannst. Also das zeigt, dass man über Jahre lang ein Spiel am Leben halten kann und wirklich interessant gestalten kann, auch ohne, dass man den Spieler am Anfang verärgert hat, weil das Spiel einfach nicht so fertig war, dass man zufrieden war und sagt, hey, ich habe für mein Geld, für mein teuer bezahltes Geld, was ich hier ausgegeben habe, wirklich was bekommen. Und das ist, denke ich, so ganz wichtig, dass du sagst am Ende, entweder wenn du fertig bist mit dem Spiel oder wenn du es halt nicht mehr spielst, dass du sagst, hey, aber das hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich finde, das Und war es mir wert. es war nur so gut, dass viele Leute wie ich zum Beispiel es zweimal gekauft haben, PS3 und PC dann später. Ja, ich auch. Also PS3 und PS4. Ja, aber genau so ist es halt. Und wenn ich am Ende sage, es gibt einfach auch Spiele, weißt du so, da hat man vielleicht 4, 5, 6 Spielstunden, ne? Sagt aber, hey, das war so gut und hat so viel Spaß gemacht, das war es mir wert, weil das Spiel einfach fertig ist. Bei einigen Singleplayer-Spielen ja so, die haben nicht so viel Spielzeit, aber du bist trotzdem sehr zufrieden damit. Und wenn du dann so ein Multiplayer-Spiel hast, wo einfach grundsätzlich die Sachen schon nicht stimmen und du weißt, das wird noch weiterentwickelt und hier und da und dann bist du schon grundsätzlich negativ eingestellt, weil das Spiel einfach nicht fertig ist und ja, sowas mag ich einfach nicht. Aber man muss, glaube ich, und das zum Abschluss noch. Man muss, glaube ich, wenn man sich einfach einen Multiplayer-Titel holt, muss man heutzutage das einfach in Kauf nehmen. Man sollte es nicht einfach akzeptieren. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Spielerschaft auch ihren Unmut weiterhin äußert und das Ganze eben nicht blindlings wie die Lemminge verfolgt, was die Entwickler da machen, sondern einfach auch wirklich sagt, hey, so geht's aber nicht. Das finden wir nicht gut. Und im nächsten Schritt halt einfach vielleicht wirklich mal anfangen. Spiele nicht unbedingt immer zum Start zu kaufen. Weil ich glaube, das ist für die Entwickler letztendlich immer noch das größte Argument, wenn die sehen, okay, da wird was weniger gekauft, irgendwas müssen wir ändern. Das ist, glaube ich, schon mit der Genau. Hauptfaktor. Das ist auch ein Grund, warum, also einer mit der Gründe hauptsächlich natürlich, weil ich das Setting und alles zum Kotzen finde beim neuen Call of Duty. Aber ich kaufe das nicht und ich rufe auch auf hier mit jedem, der auch das Setting nicht mag und nur weil er zum Beispiel als Remake Modern Warfare da reingeworfen bekommt, kauft euch dieses Spiel nicht zum Release. Ihr tut damit niemanden einen Gefallen, außer euch selbst, weil ihr dann Modern Warfare gleich spielen könnt. Ja, aber ich bin mir so sicher, dass sie das Modern Warfare als Solo-Ding auch nochmal Ja, raushauen. Es gibt nämlich auch safe. Geld. Ja. Sign that, Aber Brother. ja, gut, ich will da nicht zu sehr drauf einsteigen, aber das ist meine Meinung. Und ja, Jawohl, so perfekt. viel zu dem Thema. Wir haben noch eine Rubrik offen und das ist der Gastkommentar. Und der debütiert heute quasi in der 6. Folge Hätte, Wenn und Aber zum ersten Mal, denn im Gastkommentar gibt es natürlich einen zusätzlichen Teilnehmer, der nicht jetzt heute hier ist, sondern der quasi vorher schon einen Gastkommentar eingesprochen hat. Und das ist in diesem Fall der Kollege Halbwurm. Und der hat einen Gastkommentar eingesprochen zu unfertigen Spielen. Und den hört ihr jetzt. Der Release-Date eines lang erwarteten Spiels. Viele glauben bis heute noch, dass hiermit auch die Entwicklung komplett abgeschlossen wurde und man endlich die vollständige Spielerfahrung präsentiert bekommt. Doch in den letzten Jahren wurde diese Ansichtsweise durch DLCs, Day-One-Patches oder dem neuesten PR-Begriff des Spiels als Service-Modell deutlich untergraben. Zwar sollte man hier bei weitem nicht alles über einen Kamm scheren, denn eine Erweiterung der Spielerfahrung mittels nachträglicher DLC-Inhalte oder Add-ons wird wohl kaum einem Spieler entgegenstehen. Der unschöne Vorwurf des unfertigen Spiels wird jedoch dann gerechtfertigt, wenn das Hauptspiel bereits zum Release entweder nur eingeschränkt spielbar ist oder essentielle Inhalte noch fehlen. Schauen wir uns zur Verdeutlichung einfach mal ein paar berühmte Beispiele der jüngsten Vergangenheit an. Am Beispiel Battlefield 4 konnte man 2013 bereits sehr unschön erleben, was dabei herauskommt, wenn ein Publisher auf Teufel komm raus den Release-Termin einhalten möchte. Das Spiel war nicht nur teilweise unspielbar in den ersten Wochen und Monaten aufgrund der etlichen Bugs, wie dem One-Hit-Kill-Bug oder unzähligen Abstürzen an jeder Ecke. Nein, es wurde außerdem mit einer im besten Fall mittelmäßigen Kampagne bestückt, die ebenfalls einige GameStopper-Bugs enthielt, die den Spieler zum kompletten Neustart zwangen. Erst nach vielen Monaten, unzähligen Updates und der Hilfe eines weiteren DICE-Entwicklerteams wurde Battlefield 4 zu dem Spiel, das Käufer eigentlich schon zu Release erwartet hätten. Weitere Beispiele für bugverseuchte bzw. unfertige Spiele wären außerdem Assassin's Creed Unity, die Halo Master Chief Edition, das neueste SimCity oder Alien Colonial Marines. Doch es muss nicht unbedingt an solchen Bugs oder einer gehetzten Entwicklung liegen, dass ein Spiel als unfertig erscheint. Am Beispiel Star Wars Battlefront sowie auch Overwatch kann man einen anderen Aspekt dieses Problems erkennen.
Beide Spiele liefen vom ersten Tag an extrem gut. Jedoch wurde sofort der mangelnde Inhalt für ein Vollpreisspiel kritisiert. Battlefront besitzt eigentlich nur 4 Karten, viele wichtige Helden sind nicht spielbar und es fehlen Spielmodi wie eine Weltraumschlacht. Diese Vorwürfe sind insofern berechtigt gewesen, da man ja nach und nach über die 4 DLCs eben diese fehlenden Inhalte nachgereicht hat, allerdings nur für einen kleinen Aufpreis von weiteren 50 Euro. Kunden, die dem Publisher EA vorwarfen, dass man also nur das halbe Spiel bekommt und quasi den doppelten Preis für das Komplettpaket zahlen muss, konnte man so gesehen mehr als nur verstehen. Aber auch andere große Publisher, wie zum Beispiel Activision Blizzard, gehen einen ähnlichen Weg. Zwar war Overwatch eines der vielleicht poliertesten Spiele zu Release in den vergangenen Jahren, jedoch fehlten auch hier im Spiel ein paar Inhalte. Der wohl wichtigste hiervon war das bereits anfangs versprochene kompetitive Ligasystem. Dies wurde dann immerhin 2 Monate nach Release kostenlos nachgereicht, aber dennoch steht immer wieder die Frage im Raum, warum kommen so viele unfertige Spiele heraus? Und den vielleicht wichtigsten Aspekt bei dieser Frage vergessen viele Käufer. Kann ich beim Kauf eines Vollpreistitels davon ausgehen, dass mir in 6 Monaten das Spielerlebnis überhaupt noch zusagt? Was, wenn die neuen Karten einfach nur schlecht sind? Was, wenn die Updates das Gameplay zum Schlechten hin verändern? So gesehen ist es dem Käufer beinahe nicht mehr möglich, beim Kauf zu Release abzuschätzen, ob er mit Sicherheit das bekommt, was er zu Recht erwarten kann. Vielmehr kauft man immer häufiger die Katze im Sack und muss auf die Versprechen der Publisher vertrauen. Im Falle von EA ist dies aber ein sehr gewagtes Unterfangen, da dieser sich beinahe jedes Jahr mit der Auszeichnung schlechteste Firma in Amerika rühmen darf. So, vielen Dank an den Kollegen nochmal für sein Gastpart. Sein Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gerne eure Meinungen zu dem Thema unfertige Spiele in die Kommentare, was ihr davon haltet. Kauft ihr euch Spiele direkt zum Release? Wartet ihr ab? Wie seht ihr das Ganze, was wir jetzt hier heute besprochen haben? Gerne auch eure Anspielerfahrung zu FIFA, For Honor, Battlefield, Titanfall, wie auch immer, in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich beim Alex, dass er sich die Zeit genommen hat. Grüße nach Deutschland. Grüße zurück nach Deutschland in die Heimat. Ich bedanke mich für die Einladung, hat sehr Spaß gemacht. Und dann hören wir uns hoffentlich das nächste Mal zur 7. Ausgabe. Wann die kommen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das mache ich davon abhängig, wie auch die Themen so angesiedelt sind. Und ansonsten danke fürs Zuhören. Gerne könnt ihr das teilen über die Social Networks, würde mir helfen, denn auch so ein Format lebt letztendlich davon, dass Leute sich das anschauen bzw. anhören, und wenn das nicht gegeben ist, dann fällt es mir auch immer schwerer, das zu machen. Deswegen bitte diese Funktion des Teilens gerne mal nutzen, wenn euch das gefällt, denn das ist ganz wichtig. Ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und tschüss. Servus.